Sylvan Emmerling nach 0-0 gegen Hildesheim, gab es heute eine 1-3 Derby-Niederlage gegen Atlas Delmenhorst. Woran hat es letztendlich gelegen? Ja, zum einen haben wir nach dem Gegentreffer zum 1-0 beim 2-0 keinen Zugriff gekriegt, obwohl das, ich jetzt schon Informationen bekommen habe, dass zwei Tore abseits gewesen sein sollen. Mal gucken, ob das stimmt, wenn es so ist. Wäre es natürlich sehr bitter. Haben dann den Anschlusstreffer gemacht, noch vor der Halbzeit, das war wichtig. Und zweite Halbzeit waren wir meiner Meinung nach dem 2-2 näher als jetzt dem aus dem 3-1. Tilo Steffens eine Riesenmöglichkeit, André Cai muss direkt schießen. Und ja, hin raus dann das 3-1 war dann der K.O. und ist bitter, weil ich denke, dass heute auf jeden Fall ein Punkt drin gewesen wäre. Heute in der Viererkette gab es eine Umstellung mit Yannick Konda, der noch nie hinten drin gespielt hat. Wie stabil fanden Sie die eigene Defensive heute? Gar nicht so schlecht, weil Yannick Konda hat tatsächlich schon mal in der Kette gespielt, allerdings in der Dreierkette, nicht in der Viererkette. Und wir wussten, dass er es konnte. Wir wollten nicht zu viel durcheinander wirbeln. Wir wollten die beiden Außen, Basti Dassel und Corbin Braun, lassen und wollten einfach nur Milat dann 1-1 ersetzen, damit wir nicht zu viel durchschieben müssen. Und ja, leider hat es nicht gereicht, um hier was mitzunehmen. Wie habt ihr das Gestichele von den Fans gegeneinander empfunden auf dem Platz? Harmlos. Aber die Unterstützung war ja da heute. Ach so, ja. Aber es ging ja um die Frage, ne? Das Gestichele war ganz normal, dass jetzt da mal ab und zu ein paar Rufe kommen. Aber ich denke mal, es blieb alles im Rahmen und war jetzt eine ordentliche Kulisse, 1100 Zuschauer, und schade, dass wir die Zuschauer, unsere Zuschauer, nicht mit einem Erfolgserlebnis dann belohnen konnten.